Zeit zu gehen. Hallo da draußen an den Bildschirm. Kann das sein, dass... Hoffentlich kommt hinten keiner, ne? On Tour! On the street again. Let's drive to, I think, New Mexico. But I'm not sure again, like always. Linkes Fenster zu. So müssen wir die ganze Zeit mit offenem Fenster fahren? Könnte das eventuell sein? Oder war das einfach nur... Ich glaube, es ist die ganze Zeit mit offenem Fenster. Ich bin halt auch jetzt erst wieder eingestiegen. Kleine Pause gebraucht. Und wir fahren tatsächlich weiter durch die Wüste. Through the desert. Ich hoffe wirklich, dass die Musik nicht zu laut ist. Ich habe es ja einen Ticken lauter gemacht als sonst immer. Aber ihr wisst, wenn die GEMA zuschlägt, dann schlägt sie direkt zu. Ohne irgendeine... Ich habe natürlich auch das Problem hier. Also ich könnte es machen, aber ich mache es halt nicht. Ne? Die Spur, die meine Audiospur vom Mikrofon und die vom Spiel zu trennen. Ne? Ich sag ganz ehrlich, ich mache es halt nicht. Oh, wir sind in Arizona. Wir sind erstmal in Arizona, nicht in New Mexico. Wie ist denn... Geradeaus. Ja, schön. Aber wie ist denn die Geschwindigkeit hier? Also wenn jemand von... Was wird das? Kredit, oder? Könnte Kredit gewesen sein. Bin mir aber nicht sicher. Auch eine Geschwindigkeitskontrolle gewesen sein. Ich glaube, es war der Kredit. Weil wir haben geschlafen, es ist wieder ein Tag vergangen. Könnte durchaus der Kredit gewesen sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir jetzt die optimalen Einstellungen haben. Und dass ich damit sehr zufrieden bin. So, ich habe mir tatsächlich jetzt mal ausgiebig den Microsoft Simulator angeschaut. Ne? 2020. Und ich bin natürlich ein großer Fan davon. Gebe ich ehrlich und offen zu. Und um H hätte ich ihn trotz... Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Trotz des... Oh, Route 66. Wir fahren auf der historischen Route 66. Wer hätte es gedacht? Nimm die Ausfahrt Entschuldigung, rechts. Ich muss jetzt erstmal... Wir müssen jetzt erstmal genießen, dass wir auf der Route 66 fahren. Fahren wir auf der Route 66? Also, dort stand die historische. Es ist ja, glaube ich, nicht mehr die Route 66. Die heißt ja jetzt anders. Ne? Biege nach rechts ab. Hier drüben ist die 93. Sag mal, haben wir... Ach ja, da können wir sowieso rechts ab. Ist ja alles gut. Speedlimit 35. Ich weiß, dass wir auf der Route 66, wo ich mit meinem Kumpel gefahren bin, mit dem Motorrad, dass wir da in einem Café waren, wo ich jetzt noch eine Tasse habe. Und wenn ich dann praktisch so meinen Kaffee trinke, dann trinke ich die aus der Tasse Route 66. Erinnere mich noch an das ja, Café, Restaurant, wie man es auch nennen will. Links halten und dann links abbiegen. Only? Biege nach links ab.
only left. Ist ja noch nicht der Gute, oder? Costco. Das haben wir schon öfter gesehen. So, aufgepasst, bei den großen Kurven können wir immer ein bisschen Probleme. Dass wir entweder hängen bleiben oder irgendjemanden drauf fahren. Weil das Ding ist echt lang. Kaum einzuschätzen, dass es so lang ist. Wo fahren wir denn hier entlang, ey? Ich hoffe, ist hier noch richtig. Du bleibst stehen, ne? Ist, glaube ich, ein Stoppschild gewesen. Demnächst links abbiegen. Ja, es ist natürlich. Wisst ihr, warum ich den genommen hätte? Obwohl wir. Warte, ich. Wir fahren ja noch ein bisschen, glaube ich. Wir sind gerade hier super schön. Super schönen Städtchen. Das wollen wir auch genießen zusammen, ne? Mit Greyhound. Das ist toll, oder? Das ist. Also, ich komme vor, wenn ich direkt durch die USA fahre. So ein bisschen. Route 66! Warte halt! Und dann ist auch nicht zufällig. Historic, sagt man. Ja, so ähnlich hat das alles gesehen. Oh, hier, warte halt! Eine Halle, ich. Entschuldigung. Obwohl, wie gesagt, die Route 66 ist jetzt nicht. Sehr berauschend. Ah, tatsächlich, wir hätten, wenn wir jetzt geradeaus weiterfahren würden, würden wir East Route 66 fahren. Es ist einfach nur der Name, ne? Aber es ist halt eine Mystifizierung, wisst ihr? Route 66 ist einfach Route 66, ne? Und das mit dem Motorrad drauf zu fahren, ob das jetzt nun landschaftlich reizvoll ist oder nicht, ist egal, ne? Es ist, man ist drauf gefahren. Ich habe natürlich wieder keinerlei Ahnung, wie schnell wir fahren dürfen. Okay. Was haben wir hier für ein Problem? Huch. Das geht gleich gut. Was habt denn ihr hier abgemacht? Oh, Polizei. Heute haben wir hier echt voll die Action, ne? Nicht schlecht. Not bad at all. Not bad at all. Ja, also, ich glaube, wir sind jetzt wieder Flight Simulator-mäßig. Ja, was mir da dran natürlich voll raushängen würde, man kann dort Rollenspiel betreiben ohne Ende. Man kann sich seine eigene Geschichte bauen. Und das wäre was ich mit euch machen würde. Dass ihr mir Missionen gebt. Ja, das habe ich schon mal bei meinem Raft Let's Play gesagt. Und die Mission, die würde ich dann fliegen. Ob es nun Cargo-Missionen sind oder Passagier oder irgend so eine kleine Safari-Tour im Krüger Nationalpark oder whatever. Ne? Und dann vor allen Dingen gibt es ein absolut geniales Kameratool, wo man da durch die Pampa dort, wie wenn man dort laufen kann. Und es ist, solange es zumindest handgemachte Regionen sind, ist das echt detailliert, als wäre man wirklich dort. Ne? Ja, hier laufen jetzt keine Menschen und so entlang, aber trotz alledem, es ist echt detailliert. Und als ich das gesehen habe, dieses Feature, ich hätte mir am liebsten den Microsoft Simulator, Flight Simulator, sofort gekauft. Aber dann habe ich gelesen, schnelle Internetverbindung. Und schon waren meine Träume dahin. Selbst gesagt, wenn ich
in den sauren Apfel gebissen hätte und hätte 70 Euro ausgegeben. So, wo sind wir denn eigentlich jetzt? End the Truck Lane, okay. Wo, was steht denn hier? Das habe ich nicht gesehen, weil ich gerade meinen Rückspiegel geschaut habe. Aber hier zu überholen. Ja, ich glaube, der Sender ist nicht so mein Geschmack. Immer geradeaus. Ich glaube, wir werden wieder die nächste Folge auf einen anderen Sender umschalten. Ich mag eigentlich so alte amerikanische Musik, aber das ist mir zu, ja, sag ich mal, jazzig. Ich mag, um ehrlich zu sein, Jazz nicht so. Es ist aber eigentlich kein Jazz. Es ist eher Country. Aber trotzdem ist nichts für mich. Jetzt beschleunigt. Fahren zu schnell, ne? Oh. Warte mal. Ich will jetzt beinahe rüber. Ich glaube, jetzt kann ich. Ja, muss aufpassen. Oh, 75. Aber ich glaube kaum, dass der mir die 75 unten in meinem Ding anzeigt. 75 ist natürlich ein Wort. Dann können wir mal auf die. Vor allen Dingen, es geht auch ein bisschen runter wahrscheinlich. Wenn wir ein bisschen aufs Gas drücken, ne? Wenn wir schon die Power hier haben. Es ist ein bisschen Elvis, ne? Elvis, gespalten. Immer geradeaus. Ich mag manche Dinge sehr gern, manche überhaupt nicht. Aber Elvis ist Elvis. Was ich gar nicht mag, ist die Show um ihn herum. Also so diese Elvis-Shows, ne, wo es dann auch diese diese Elvis, jetzt haben wir natürlich die Fahrt weggenommen. Imitatoren da gibt, ne? Jetzt können wir gleich wieder. Das hat uns natürlich, also da ist unser LKW dann zu schwach auf der Brust. Der hinten, der geht auch immer raus, rein, raus, rein. Da jetzt kommt er wieder. Warte, ich gehe auch wieder raus. Habt ihr das gesehen? Im Rückspiel? Raus, rein. Greyhound. Wieder ein Flagstaff. Ich glaube, der biegt ab. Ist hier eigentlich noch 75? Ich hope so. Jetzt kommen wir schon in baldigere Gegenden, ne? Schau mal hin. Nice one. Nice one. Boah, ist das ein Sound, oder? Ich weiß ja nicht, also wie die Mod das macht, weil da, ich habe einen Mod für ein Peterbilt drauf und ich habe keine Ahnung, ob die dann den Sound auch, wenn man einen anderen Motor dann reinmachen, ob die dann den Sound auch verändern oder ob man dann immer gleich, ist schon in Ordnung. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie die Lautstärke zurzeit ist, weil es verstellt sich irgendwie immer ein bisschen. Bei Kurven müssen wir ein bisschen aufpassen, denn unsere Physik-Mod kann mich auch mal aus Kurven rauswerfen. Da kennt sie nichts, ne? Aber es ist eine schöne Fahrt heute. Echt. Wir haben schön abwechslungsreich Landschaft. Wir hatten geradeaus. Mit dem Unfall will ich es nicht, mit dem Motorrad, ne? Polizeimotorrad, fand ich cool. Durch die Städte auch durch. Nicht schlecht.
Oh, wir sind... Sind wir schon da? Albuquerque? Albuquerque? Albuquerque nicht. Albuquerque. Letztes Mal habe ich es... In der letzten Folge habe ich es besser ausgesprochen. Auftragsbeschreibung. Es ist Donnerstag. Wir hätten aber noch bis Freitag Nachtzeit. Eigentlich früh. Ausblenden. Ich habe sogar nur einmal zu sagen gebraucht. Aber wir haben heute wir haben diesmal schönes Wetter, ne? Ansonsten haben wir immer einen Regen und so. Finde ich toll. Ich hoffe natürlich, dass nicht noch mehr so Workshop-Mods sich updaten auf die neueste Version, durch die wir da raushauen müssen. Aber okay, die haben wir jetzt auf alle Fälle im Sack, denn heute kommen wir an, so oder so. Albuquerque. Was haben wir hier? Kannst nicht wie. Ach, BBQ. Immer noch 75. Können wir loslegen, ne? Aber 75. Wie viel ist denn das? 140? Nee, nicht ganz. Ne? 120, oder? Ich weiß immer die Umrechnungszahlen nicht so richtig. Obwohl, ich muss sagen, es hält sich in Grenzen. Es poppt im... Ja, aber das ist auch eine ganz schöne Weitsicht. Es poppt zwar ein bisschen auf, aber irgendwie... Ich merke es nicht, wenn ich nicht euch jetzt wahrscheinlich direkt darauf hingewiesen hätte, auf dem Berg dahin. Ich glaube, ihr hättet es gar nicht so richtig mitbekommen. Mal schauen, da vorne ist... ein bisschen blöd. Wir hören uns vorbei. FedEx? Könnte sein, ne? Ja. Whatever it takes. Das war ja die Konkurrenz, ne, von King of Queens. Das, die Serie habe ich geliebt. Die habe ich, glaube ich, 3-4 Mal gesehen. Also dann kann man es ja nicht mehr sehen. Aber ich denke, 3-4 Mal habe ich die Serie gesehen. Stimmt. 3-mal, 4-mal, 4-mal. Ich glaube sogar 4. Ja, ist schon noch ein bisschen hin. Bis zu unserem Zielpunkt. Ich habe gar nicht geschaut. Habt ihr jetzt geschaut in der Auftragsbeschreibung? Wie lange es noch ist? Hoppa! Entschuldigung. Also ich komme immer mehr zur Überzeugung, dass unsere Tankanzeige der mittlere ist hier. Der mittlere rechts innerhalb unseres Lenkrads ist unsere Tankanzeige. Ist meine jetzt abschließende Meinung. Wenn es nicht so ist, dann haben wir immer noch die Anzeige hier von mit unserem Füllen. Breaking Bad war auch eine coole Serie. Also, wie gesagt, ich bin absoluter Gegner von Drogen, weil ich sage, dass Drogen dir einfach ein falsches Gefühl vermitteln. Und das habe ich schon mal, glaube ich, jetzt auch gesagt in meinem Geschichte erleben Let's Play oder Let's Show. Und immer geradeaus. Ich sage das auch jetzt hier, dass
es eigentlich nachhaltiger ist, wenn man wirklich eine Bewusstseinsveränderung oder Bewusstseinsverändernde erleben möchte, wenn man das auf meditative Weise macht. Alles andere mit Drogen ist nur so ein temporärer Effekt. Oh Gott, was macht denn der jetzt? Der kommt auch dahin, war mir klar. War mir ja klar. Das war mir so klar. Ich wollte jetzt echt. Ja, komm. Ist das ein Polizei, oder? War ja klar. Oder ist das ein Polizei, oder? Warte mal. Ah, kommt noch einer. Hasse es. Immer geradeaus. Okay, die können wir. Ist ja in Ordnung. Ich kann den ja rechts gucken. Ja, plötzlich ist er losgefahren, ne, unser Freund. Aber jetzt kommen wir tatsächlich an, denke ich. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Cool, ne? Ja. Echt, jetzt haben wir wieder Wüste plötzlich. Vorhin sind wir mal durch so eine Baumregion gefahren. Ich weiß gar nicht, ob Albuquerque in New Mexico ist, ich glaube, ne? Wiegestation? Muss man auch nicht kennen. War das eine Wiegestation? Ich bin mir nicht sicher. Egal. Also, wir sind nicht aufgefordert worden. Ich finde die Berge total cool. Linke Hand von euch. Okay, wir müssen. So, diesmal aber auf die Geschwindigkeit achten. Schauen wir mal kurz raus. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Schauen wir uns mal die Gegend ein bisschen an hier. Passt eigentlich ganz gut. Wie viel haben wir hier? 35. Aber echt? Über 35? Okay, lass uns einen bin ich hier reingefahren? Wirklich? Oder, ja, gut. Davon ist, glaube ich, dann 15, oder? Hier ist 15. Ich wollte schon sagen, ich bin noch nicht mit über. Bin ich mit über 30 hier reingedonnert. Schauen wir uns mal die Gegend hier ein klitzekleines bisschen an. Was? Ja, schon. Nicht ganz wirrig beim Stoppschild, ne? Obwohl, das gefällt mir eigentlich wieder ganz gut. Das sind ganz unterschiedliche Wiegestationen. Hm. Das ist die Frage. Okay. Ja, es passt nicht hinten und nicht vorne. Ne? So, bleiben wir hier stehen. Wird jetzt hoffentlich niemand kommen. Doch, hinter uns ist einer, oder? Außenansicht? Tatsächlich. Der Wahnsinn. Hier ist ja voll was los. An der Wiegestation. Kommt der vorbei? Ja. Schaut euch das an. Ja, der Wahnsinn. Na komm, wir schauen uns mal die Gegend trotzdem ein bisschen an. Jetzt mal ganz ehrlich, oder? Ist das nicht wunderschön? Traumhaft. Gefällt mir.
frage mich nur, ob wir jetzt nicht zu lange hier sind und dann am Ende bekommen wir unser Geld nicht, weil wir zu spät ankommen. Ich finde es so toll. Da komm! Ah, schaut euch das an! Ist es nicht. Genial. Das war Zufall jetzt. Ups, fährt hier entlang. Und jetzt noch eine Eisenbahn, oder? Dann hätten wir es. Aber es gibt ja hier auch Viewpoints, ne? Wir haben leider noch keinen erreicht. Da muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Wenn ich mal Zeit habe, muss ich das lesen. Ah, so ein Zug jetzt noch. Das wäre doch das Highlight. Ich habe mich rumgedreht. Ich habe nur die Kamera, meine Drohne, die ich immer dabei habe, ne? Meine Drohne nur rumgedreht und schon hatten wir es. Was kommt jetzt? Ist das nicht genial? Zufall hoch 3. Zu schön. So, jetzt weiter. Was? Hier wieder jemand kommt. Wollen ja auch noch ankommen, ne? Das war jetzt zu schön. Das hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Also die zwei Zuschauer, die jetzt hier dabei waren und das hier mit angeschaut haben, sind dafür um einiges belohnt worden. Hoffe ich. Also ich hoffe, dass ihr erlaubt. Wir sind noch nicht da. Das dauert noch. Ich hab gedacht, wir sind da, wo wir hin müssen. Aber tatsächlich sind wir noch nicht da. Den Tiger im Tank, ne? So. Eine schöne Fahrt. Heute, ich glaube, das war die schönste Fahrt bis jetzt, die wir hatten. Also für mich. Ich kann halt immer nur für mich sprechen. Boah, die Physikmod ist echt genial. Ich fühle mich richtig, wie das mich so ein bisschen treibt. ihr merkt es nicht, ne? Aber ich merke es eben hier ganz besonders. Genial, sag ich mal. Auch hier wieder, historical. Oh. Aufpassen. Muss man wie ein Schießhund. Schauen wir rüber zur historical 66. Und was sieht man hier? Welche, die sich auf dem Highway rumtreiben. Hier können wir nochmal. Hier können wir nochmal voll auflegen, das Ganze. Ah, hier, Motorrad. Wir halten eine Harley lieber, die uns überholt. Es sind sehr wenige hier. Meist sind es die Nähmaschinen, die uns überholen. Ist nicht so meins, ich sag's ganz ehrlich. Erstens sitzt man drauf. Also für Touren ist es, ich weiß, mein Kumpel hat eine, die ist wirklich auch eine schöne Maschine, aber man sitzt drauf ein bisschen blöder, als wenn man auf einem Chopper sitzt. Wisst ihr, da lege ich meine Füße auf die vorverlegten Fußrasten, hinten an mein Back lehne ich mich ran und dann lasse ich die Welt ziehen. Da habe ich ja jetzt richtig Bock drauf. Aber zurzeit eben hier.
mein Freund. Plötzlich? Oder ist hier eine Geschwindigkeitskontrolle wahrscheinlich? Wahrscheinlich guten Gewissens reinrauschen. Ups. Ich glaube, wenn er das hier sieht, war der vor der Euro Truck Simulator dran. Das sind wir durch Norwegen gefahren, nach Trondheim, denke ich. Auch eine schöne Strecke, aber es war wieder eine totale Minusfahrt. Aber eine totale Minusfahrt. Also, vielleicht 0 auf 0 oder so. Boah, der Himmel ist eine Gewalt, sag ich mal. Der kann ja in der Natur nichts Schönes sein, oder? Es wird wieder Nacht. Aber diesmal können wir in der Nacht bleiben. Wir haben es nicht mehr so weit. Wir haben es noch ein paar Meter wahrscheinlich. Habe ich das völlig unterschätzt. Wir schauen mal. Ah, schau dir im Rückspiegel an. Ja. Schau dir im Rückspiegel an. Auftragsbeschreibung. Wir haben noch eine Stunde und noch ein bisschen was. Also, wisst ihr Bescheid. Ne? Ausblenden. Nice one, dann kommen wir gleich an. Und dann bin ich echt egal, was jetzt noch passiert, ist mir egal. Für mich war das jetzt schon eine der schönsten Fahrten. Und da kommen ja noch welche, wenn wir rauf nach Kanada kommen. Romot hat wieder gearbeitet. Und die haben gut gearbeitet, was ich an Bildern gesehen habe. Oh, Better Call Saul. Habt ihr das gesehen? Das war von, die Serie habe ich auch gesehen. Es gibt auch eine eigene Serie. Better Call Saul? Wird das Saul gesprochen oder Saul? Saul, ne? Ist ja eher ein bisschen jüdischer Name sein. Ach, wir haben die ganze Zeit Licht angehabt, ja. Haben wir die Atmosphäre verbraten. Aber okay, ist in Ordnung. Also hier können wir echt noch über 60 fahren. Ich bin mal gespannt, wie unser, wie wir parken müssen. Ob es eher was Leichtes ist oder was Schwereres. Wahrscheinlich ist das hier meine schönste Fahrt, ne? Und die wird mir die GEMA sperren. Ihr werdet es wahrscheinlich gar nicht hören, wenn ich das jetzt hier sage. Wegen der Musik. Dann hätten wir es geschafft, ne? Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Ausfahrt rechts. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus. Albuquerque. War das nicht sogar wirklich die Stelle, wo Albuquerque? Sag mal, das war doch dort, wo das gespielt hat. Das war doch New Mexico. Oh, wow. Das ist ja cool. Das ist genau dort, wo das Ganze spielt. Das ist ja nice. Ah, cool. Linkes Fenster auf. Ob wir nochmal so ein Blockade sehen können? Totale Zufall. Müssen wir Exit hier? Sagt mal was? Nee, ne? Wie
bitte links halten. Right lane, exit ahead. Ich denke, wir müssen auch hier links bleiben. Bitte rechts halten. Ja, wie weit rechts, meine Freunde? Rechts halten. Ja! Oh nö! Das ist nicht euer Ernst! Oh, wirklich? Wirklich? Ich hoffe, die findet auch eine wirklich richtig neue Route. Wie toll, das Autobahnkreuz hier, ne? Linkes Fenster zu. Ja, dann dauert es noch ein bisschen, bis wir dort sind. Ja, meine Güte. Jetzt müssen wir, glaube ich, einmal drehen, ne? Und dann Exit hier? Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Mache. Dann drehen wir einmal rum, ne? Und die Ausfahrt rechts. And hope the best. Wir drehen nicht noch 5 Runden. Schöne Nacht heute, ne? Okay, es wird noch dunkel. Links halten und dann links abbiegen. Haben wir das? Nach links ab. Haben wir zufällig den Radio drauf? So. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Links halten und dann links abbiegen. Jups. Habe ich mir schon gedacht. Biege nach links ab. Natürlich. Ah, wir können. Ich hätte gar nicht gewusst, wie weit wir hier vor können. Das ist blöd, wenn man eine rote Ampel eigentlich hier fährt. Das gibt es in Europa nicht. Ah, okay. So, jetzt hoffe ich das Beste. Was sagst du denn jetzt? Bitte links halten. Okay. Was heißt links? Weil es leicht irritiert an der Streckenführung, wisst ihr? Ich bin mal lieber links geblieben. So. Können wir gleich runter gehen? Wir fahren jetzt schon wahrscheinlich 2 Stunden durch Albuquerque durch. Wahnsinn. Da vorne sieht es aus. Kann das sein, dass wir da vorne links weg sind? Aber trotzdem irgendwie rechts rüber müssen. Very strange. Isn't it? Indeed.
So, let's go. Let's go to the firm. Ready, deliver. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Our cargo. Hier muss ein bisschen mehr. Nimm die Ausfahrt rechts? Ja, aber gerade so. Erwischt. Demnächst rechts abbiegen. Ich weiß jetzt auch, was dieses Biege X... Biege nach rechts ab. Dieses X-Ping oder was es war, hieß. Fußgängerüberweg. Ich habe mich tatsächlich mal schlau gemacht. Sag mal, wir könnten sogar mal rechts abbiegen. Aber okay, wir bleiben da hinten. Auftragsbeschreibung. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich bekomme ja keinen Bonus, wenn wir früher kommen. Ausblenden. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Rechts biege ich gerne ab. Biege nach rechts ab. Ach so, nee, dass es jetzt noch regnet. Ich hab noch gesagt. Wir haben Glück mit dem Wetter, ne? Demnächst links abbiegen. Also in auf der Fahrt haben wir echt einiges gehabt. Biege nach links ab. Finde ich irgendwie gut. Linkes Fenster auf. Im Grunde ist mir egal, ob es regnet. Steckt trotzdem meinen Kopf lieber raus beim Rückwärtsfahren. Den ist rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Warte, wir müssen das mal stoppen. Ich weiß nicht, ob das hier genauso ist wie in Deutschland. Da darfst du ja, wenn keine Linie dort ist. Sonst musst du an der Linie halten. Wenn keine dort ist, dann musst du halt ganz vorne. Also wir hätten hier wahrscheinlich an der Linie halten müssen. Erstmal. Und dann muss nach vorne tasten. Eisenbahn haben wir heute mehr als genug gesehen. Das ist eine richtige Zug. Oh, schau mal hin. Vierfachtraktion. Ja gut, die haben aber auch. Die haben aber auch hier Güterwagen hinten. Ach, wir sind tatsächlich hier. Wir sind ja bei Pacific Union. Stimmt. Schau mal hin. Das nimmt gar kein Ende. Da gibt es sogar eine Mod, die das nochmal verlängert. Hinten haben sie nochmal vier dran. Und nochmal. Ah, schau dir. Die das nochmal hier verlängert. Wie weit wollen sie es denn noch verlängern? Not bad at all. Not bad at all. So, schauen wir, wo wir uns hinstellen. Ey, heute haben wir wirklich alles. Fährt er immer noch vorbei? Ja, schau dir. Die fahren immer noch vorbei. Die hören gar nicht auf. Damit das an irgendeiner... Hier hin, ne? Oh, das wird eine Herausforderung. Wir müssten eigentlich, was besser wäre, nicht hier so rein, sondern von der anderen Seite. Das wäre besser. Deswegen fahre ich... Obwohl, auf der anderen Seite, warum eigentlich nicht? Warum wollen wir es nicht so probieren? Wir haben ja hier, was ja ganz gut ist,
Auch wenn jetzt meine Haare nass wären. Aber, sag mal. Wie weit kommen wir denn eigentlich hier rüber? Ah, okay. Das sind Probleme. Okay, kommen wir schon her. Ja, jetzt kommt natürlich noch der große... Das große Gewitter ist hier blöd. Und ich komme jetzt hier noch ein bisschen. Wir haben es geschafft, ne? So, auf geht's. Boah. Was soll's? Ja, jetzt müssen wir sehen, ne? Wie kriegt man das am besten rein? Weil das ist saueng. Na, so nicht. Ja, das ist schon was für die Profis, also praktisch nicht für mich. Wir müssen tatsächlich früher einschlagen. Gott sei Dank haben wir ein bisschen Zeit hier. Also wer das jetzt überspringen will, der kann zum Ende, weil das wird das Längeres hier. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. So, wir fahren jetzt mal genau auf die Dinge dazu, ne? Und dann müssen wir halt einschlagen. Und das wird das Problem sein, weil wir wissen nicht, wie sehr wir einschlagen müssen. Oder ich zumindest. Ja, also da tue ich mich jetzt nicht, wenn wir die Dinge überfahren jetzt. Ich bin schon zufrieden, wenn ich irgendwie hier reinkomme. Steig lieber mal aus. Ich könnte euch jetzt hier nicht sagen, wie wir hinten kommen. Außenansicht. Seht ihr? Das meine ich damit. Standard. Wir müssen eigentlich nur genau auf die Linie kommen. Dann wird alles gut. Nee, ich trau mich nicht. Ich will jetzt nicht noch irgendeinen Aufliegeschaden haben. Boah. Ist ja dann lieber jetzt gleich ein bisschen eingeschlagen und halt. Jetzt langsam. Zu sehr manchmal. Zu sehr. Jetzt rum. Rum. Ah, zu sehr. Gibst du. Wie sieht es eigentlich hier drüben? Ah, hier drüben sieht man. Vor allen Dingen in der Nacht und bei dem Wetter. Das ist hier nochmal. Die Hube gekommen. Yes. Linkes Fenster zu. Außenansicht. Nice one. Oh, es ist geiler. Wir haben einen geilen LKW, sehe ich. Oh, guck, schau mal hin. Wow. So,
So, ich habe mal ausgeschalten, die Musik. Die war mir jetzt doch ein bisschen zu sehr. Naja, sieht doch ganz gut aus. Da haben wir echt mal ein bisschen was gewonnen. Können wir hier mal was? Tatsächlich. Das ist ja Wahnsinn, wir haben ein Level up. Wo wollen wir es denn investieren? In Fernfahrten? Gerne. So für den Anfang. Da haben wir jetzt 26.000. Seht ihr? Langsam. Jetzt, ich sag euch. Ich glaube, die Einstellung, die ich jetzt habe mit meiner Hardcore-Mod, ist ganz gut. Die ist nicht mehr so hardcore, aber auch nicht so lasch, dass man gleich, was weiß ich, nach 3 Faden, 5 Faden eine Million hat oder so. Wie beim normalen. Ich denke, das ist hier gar nicht so schlecht. So, dann wir schauen mal, ob wir irgendwo rangefahren sind. Wir haben wieder 4. Sag mal. Sag mal. Wieso eigentlich? War das bei dem? Oder ist das die Abnutzung der Räder? Ach, das ist nur die Abnutzung der Räder. Ach so. Schaut hin. Das muss man natürlich immer bedenken, ne? Wie viel haben wir denn eigentlich noch an Kredit? Ja, noch mehr als genug. Eigentlich noch fast alles. Mehr als genug. Ja, aber ich finde, unsere kleine Firma, langsam wird's was. Ich bin guten Mutes. Mal schauen, wo wir von hier aus jetzt hinfahren. Vielleicht fahren wir mal weiter Richtung Osten. Ich möchte irgendwie mal ein bisschen jetzt Richtung Osten. Er würde dann nach Westen gehen, ne? Wir wollen mal ein bisschen was jetzt von der USA auch sehen. Okay, dann ich hoffe, es hat den 2 Leuten, die das immer anschauen, Spaß gemacht. Ich grüße euch recht herzlich und wünsche euch, dass ihr gesund bleibt und wünsche euch noch eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wie auch immer. Ciao, ciao.